hier einer mal irgendwie rumschleichen? Ja! Alter, ich hau auch noch von mir. Ja, das war jetzt auch voll schwer, Johnny. Das war voll schwer. Alter, du hast ja alle meine schönen Hocker abgebaut, ey. Bist du behindert? Ja, wir lassen uns da noch was einfallen. Ja, aber so kann doch jetzt eh keiner gewinnen. Außer einer hat mega Luck oder einer hat keinen Bock mehr. Ja! Durch da! Durch da! Nein! Oh nö, das ist voll behindert irgendwie. Nein, ich wurde gefallen! Shit. Lass mir jetzt mit 10 Sekunden Pause machen, ja? Ich bin ziemlich sicher, ich bin ja. Dass wir. Das ist ja kein Sinn. Wenn man stirbt, dann ist es ja sozusagen wie kein Verlust. Du verlierst nichts. Und du hast kaum Zeitrisiko. Aber ich komme mit dem Bogen nicht klar. Das. Na, fick du. Das gönne ich dir nicht. Bin runtergesprungen. Ja. Ja, nee, aber guck mal, jetzt habe ich aus Versehen wieder auf Respawn geklickt. Das ist einfach. Die Frage ist nur, wo ist deine Kiste? Dann frage ich dir doch nicht, du Affe. Ja, du darfst sie nicht einbauen, ne? Ja, ich weiß. Ja, die muss da ja so stehen, dass man sie auch sehen kann. Das ist ja kein Superpower. Ich glaube, ja. Ich habe ein Schwert gerade gebraucht. Alter, meine Abwehrfeilungsmaschine ist komplett sinnlos, weil die unterhalb von dem Steg ist. Scheiß Lulatsch. Verpiss dich! Oh, ich hab's richtig knapp runtergefallen. Hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Wo ist deine scheiß Kiste? Herzhaft. Wo ist deine Kiste? Seid ihr denn, du Affe? Scheiße, ich hab mich. Nein, komm, jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Das ist so scheiße. Nein, ernsthaft, du darfst sie nicht so verstecken. Ich hab sie nicht versteckt. Doch. Nein, du hast gesagt, man muss da öffentlich rankommen. Ja, das kannst du. Ich muss die Kiste. Wo ist die? Das sag ich dir nicht. Warum sollte ich dir das? Wieso fragst du mich das? Ich sag dir das sowieso. Deine Mutter geht weg. So, bist du gestorben? Ja. Echt jetzt? Ja, ich brauch's drauf, was Neues. Habe ich jetzt gewonnen? Nee, du musst sie erst auf deine Insel bringen. Ja, ich bin da. Lol, dann hast du sie jetzt gewonnen. Ey, wo ist denn deine Kiste? Nein, stopp, hör mal auf, mich zu töten. Wo ist die? Warte. Hier hinten. Wo? Wenn du hier durchgehst, da ist sie doch. Ja, die ist ja eingebaut. Nein, die ist nicht eingebaut. Das meinte ich ja nicht so. Aber die ist doch kein... Das hier war ja vorher eingebaut, hier so. Nein. Das war nicht angebaut. Das hab ich gerade aufgemacht. Ja, aber da unten ist sie doch sichtbar. Das ja, ist doch nicht angebaut. Ja, aber darum meinte ich ja so öffentlich. Meine ja, wieso? Du hast doch gesagt, man muss sie erreichen können, ohne was abzubauen. Das hast du mir gesagt. Ja, aber ich mein Dings. Genau, aus diesem Grund habe ich gesagt, du sollst mir doch... Ja, du kannst sie doch sehen, wenn du da reinläufst. Ja, wenn ich rein soll, aber sofort, so wie so eine Flagge. Ja, ja, nur weil du verloren hast. Deswegen meinte ich, du sollst mir vorher mal was erklären. Ich hatte auch noch keine Bedingungen. Ja, dann ist Pech, dann hättest du ja vorher was überlegen sollen. Ich hab gewonnen, hier. Ja. Ja, kannst du sehen. Hätte ich sie aber nicht öffentlich gestellt. Ja, natürlich. Ja, dann machen wir die nächste Regel, dass man sie so stellen muss. Dass eben so Blöcke frei rum sind. Oder ja, dann sagen wir einfach, da müssen... leicht zugänglich, weißt du, so dass du, wenn du da hinkommst, sie auch leicht nehmen kann. Oder generell, das muss ja alles auch überarbeitet werden.
Ja, keine Ahnung, aber es war jetzt ja erstmal so just zum Fun, einfach so ein bisschen Let's Battle und so. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, da werden wir es auf jeden Fall überarbeitet haben und irgendwie so gemacht haben, dass es auch sinnvoller ist und nicht nur, wenn irgendeiner... Hey, ja, Johnny, ich hab eine Idee, dann müssen, sagen wir, man muss so viel Platz drumrum lassen, ja, dass aber wir... Ja, man kann hier immer noch in der Erde einbauen, weißt du? Ja, dann muss es auch... Nee, lass halt gleich irgendwie neue Regeln. Ich finde, das ist ja eigentlich generell doof, so 2 gegen 2. Weil wenn du die ganze Zeit so die Fans spielst, wie wir eben, dann kommt man ja nie dazu. Nur wenn beide... Nee, deswegen meine ich ja, dass man das mal mit mehreren spielt. Und ich hatte ja überlegt, dass man vielleicht auch mit ein paar Abonnenten, wenn jemand Bock hat, wir sehen ja, wir haben ja jetzt 50 Abonnenten, wenn jemand Bock dazu hat, dass wir so vielleicht 3 oder 4 Inseln auf jeder Seite so ein bisschen aufbauen. Und dass man da dann, oder vielleicht in der Mitte eine größere Insel, wo man sich dann halt battelt. Keine Ahnung, dass man theoretisch, dass so wieder Spawnpoint so groß, dass man das in die Mitte baut, aber trotzdem frei. Und dass alle versuchen da hinzukommen, dass man so 2 Teams hat oder so. Dann ist es vielleicht auch ein bisschen, sind da auch mehr Leute, weißt du? Dann kann man auch ein bisschen, einer verteidigt, einer greift an. Oder irgendwie so ein bisschen mehr, more tactical, weißt du? Ja. You know what I mean. Irgendwie sowas. Ihr kann ja uns ja jemand mal anschreiben, falls einem das gefällt. Oder falls du Lust hast, zu spielen. Hast du eigentlich gelesen, was auf meinem Schild steht? Ja, geh weg. Bitte geh weg. Jetzt hab ich keinen Pfeil mehr. Ich schwimm den Lava-Wasserfall wieder hoch. Ist mir ganz egal. Ich kann das. Ich plünder deine Kisten! Jetzt töte ich dich! Warte, Spawn Protection. Kannst du vielleicht einen Spawn-Timer sozusagen einstellen? Ja, irgendwie. Ich kann eigentlich erstmal woanders spawnen. Und dann irgendwie nach 10 Sekunden wieder geportet wird, weißt du? Das ist so zügig. Ja, so zum Beispiel, weißt du? Kann man noch... Ja, vielleicht machen wir es nächstes Mal so. Wir sehen uns dann, tschüss. Hallöchen, nach diesem Beta-Test-Video befinden wir sich jetzt hier in einer anderen Welt. Und zwar... In einer anderen Welt! In der schon fertig gebauten Island Games oder weitergebauten. Ja, wir haben in den letzten Tagen jetzt ein bisschen Minecraft gesuchtet und uns ein bisschen ins Zeug gelegt und hier ein bisschen was draus gebaut. Ja, hier seht ihr erstmal das LCG-Logo oder LCG, eingraviert in Stein aus feinstem Marmor. Eigentlich ist es Obsidian. Naja, die vorderste rote und die blaue Plattform, wenn Johnny die mal zeigt. Ja, ich zeig die. Ja, man. Das sind die Plattformen, auf denen wir uns eben gerade gebattelt haben. Und naja, wir haben jetzt das Ganze ein bisschen optimiert und es soll ja trotzdem noch ein bisschen Island Games bleiben, deswegen haben wir ein bisschen Islands auch eingebaut. Oh mein Gott, das war so. Also man spawnt erstmal natürlich hier, kannst du erstmal gucken, eine tolle Insel. Also, tolle Insel. Für 6 Spiele ausgelegt, also hier ist für 3 an einem Team. Und Max, bitte zeig es einmal. Wenn also ich Max Mitrafki, ich gehe jetzt in Team Blau. Ja, er will Team Blau sein. Jetzt geh rein. So, dann geht er rein, wird automatisch geportet, es befindet sich jetzt auf dieser Plattform, spring mal. Guck, da seht ihr den Bildung. So, da seht ihr. Hallo hier. Und ich kann da jetzt nicht mehr rein. Und jetzt könnten noch 2 andere Spieler rein und dann wäre sozusagen das Team voll und dann könnten alle da rein. So, sag jetzt, ich will mal auch im Team Blau rein, weil Rot einfach scheiße ist, nein, eigentlich nicht. So, hallo! Hallo! So. Der Kommandoblocker hört da nicht hin, das war nur zum Spaß. Also. Hier habt ihr eben Team Blau, das sieht, wenn wir hier einmal gucken, aus so, hier so ein komischer kleiner blinder Turm, gefährlich. Also hier ein bisschen Deko, zack, 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 hier könnt ihr rumlaufen und ja, mehr als. Und diese Inseln, das ist, das Prinzip ist gleich geblieben, diese 3 Inseln, was ja jetzt 3 gegen 3 ist, ja, weil große Map und so, die kann man nach Belieben verändern, kann eine fette Burg draus bauen oder was man will und es ist immer noch gleich geblieben, die ersten 10 Minuten sind immer noch fürs Bauen geblieben. So, und zwar, du darfst diese Insel hier vielleicht einen Umkreis, würde ich ja sagen, von 6 Mal, also bis hier circa, nicht verändern. Diese Mitte muss gleich bleiben. Genau, und den Spawn darf man auch nicht verändern. Das heißt und hier genau, diesen schönen Turm. Weil diese Mitte, dieser Kasten, ist sehr important. Und zwar ist das da, wo die Sterne drin sind. Ja, seht ihr da? Sterne vom blauen Team. Doch. So. Und wenn jetzt, wir haben es jetzt auch noch Klassen. Es gibt einmal den Krieger. Der ist zum Angreifen da, ist ein bisschen gut besser gepanzert als der Jäger ist und ja, hat denn der Jäger, der ist sehr schnell, hat eben Bogen und der Verteidiger, der baut hier mehr ein bisschen rum und verteidigt eben, wie gesagt.
Und man bekommt auch Buffs. Als Krieger bekommt man, glaube ich, Stärke, Schnelligkeit und mehr Leben. Regeneration. Ja, Regeneration. Hier bekommen wir Dirt, Gold, Dirt. Dirt ist einfach nur dazu da. Ich gehe einfach mal als Jäger und du vielleicht als ich gehe erstmal als Jäger. Soll ich zeigen es dir? So, ich bin jetzt Jäger. Jetzt seht ihr hier. Ich nehme jetzt einfach mal den Krieger. Zack. Jetzt seht ihr hier, ich habe voll geil meine Klasse bekommen. Und er auch. Es ist ja so, dass alle Sachen werden, wenn ich jetzt wieder reingehe, werden alle Sachen aus meinem Inventar erstmal gelöscht. Hier habe ich alles. Buff Schnelligkeit, jetzt gehe ich hier rein. Bin alles losgeworden und habe Buff Stärke. Das ist eben, dass man nicht zwei machen sehen kann, tun sein, genau. Man kann es auch umgehen, aber egal. Muss man eben fair sein, sage ich jetzt einfach mal. Hier seht ihr, wir haben Stärke-Buff. Hier seht ihr, wir haben einen Schnelligkeits-Buff. Und hier, wenn man jetzt hier reingeht, hier ist es ein bisschen besonders... Weil wir wussten nicht genau, was für Blöcke man geben soll. Erstmal bekommt man eine sehr starke Rüstung, weil man eben Verteidiger ist. Aber nur ein Steinschwert, sag ich mal. Und dann kommst du in diesen Raum. Hier an den Seiten seht ihr, hier sind überall Kisten. Also hier Steine, Redstone-Kram, Eimer, auch... mal kurz. Ja, Eimer, Holz ein bisschen und noch allen möglichen Scheiß. Und auf der anderen Seite hier genau das Gleiche. Es ist so, wenn du kannst denn hier reingehen, kannst hier alle Sachen, die du haben, mit rausnehmen. Und dann gehst du hier raus, zack, und dann kannst du loslegen. Das ist eben so, dass man sich die Blöcke auch noch selber raussuchen kann. Aber und eben nicht, dass auch sich zum Beispiel ein Jäger sagen kann, oh, ich will jetzt voll geil so einen Kaktus haben und mir den Anus schieben. Genau, es ist einfach nur, dass der Verteidiger dieser Bauarbeiter sein soll. Das heißt, eigentlich wäre es ratsam, in den ersten 10 Minuten auf jeden Fall einen Verteidiger zu nehmen, um sich seine Burg dann aufzubauen. Und dann kann man ja spielen, was man will. So. So, und hier, das ist ein sehr schönes Prinzip. Und zwar ist es hier ein Gegnerstern hineinwerfen. Ich werde das einmal kurz demonstration. Du kannst ja einmal kurz zwischendurch erklären, was das Ziel überhaupt ist hier. Ja, das Ziel auf jeden Fall macht Johnny ja gerade. Man muss versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Den Stern aus der gegnerischen Kiste in der Mitte zu klauen. Da muss man sich erstmal hinbauen. Wieder zurückzulaufen zu dem Trichter. Und da muss man den Stern reinwerfen. Dann bekommt man ins Inventar einen Beaten. Also das leuchtet. Ich bin noch nicht drüben. Das Leuchtfeuer, so heißt es auf Deutsch, ja, ich bin ein bisschen schneller im Erklären. Und letztendlich muss man da oben zu den Wolken hin. So, ich zeig so, ich werfe dir da jetzt rein, so. Und ich bekomme ein Beacon, wie ihr seht, und jetzt werde ich einmal was Episches zeigen. Voll episch, bitte, so. Und wenn ich da jetzt hier so ein blaues Team reinwerfe. Warte, so. So. Funktioniert nicht, da ist nämlich so ein geiler Filter drin. So, also, das heißt, man muss letztendlich, siehst du mich? Hier oben. Ja, ja, hallo. Gut. Naja, oben zu den Wolken hinbringen und da ist eine Plattform, wo man den Beaten reinstellen muss und dann leuchtet es und dann ist das sozusagen das Signal, dass das Spiel vorbei ist. So, falls ihr noch irgendwelche Techniken hier wissen wollt, wie wir das gebaut haben oder so, keine Ahnung, schreibt es einfach an, wir werden versuchen, euch das zu erklären. Nein, ich habe meine Spitzhacke weggemacht. Jetzt hätte ich eben Beaten, mit dem Beaten müsste ich jetzt nach hier oben mich irgendwie hinbauen. Also man darf diese ganzen Inseln auch verändern, wie du willst. Hier sind eben auch versteckte Kisten. Ja gut, man sollte sie jetzt nicht komplett wegbauen. Ja, das wäre natürlich ein bisschen Hut von Gott. Und da fehlt natürlich eine Kiste, muss noch was rein, Max. Ja, ich weiß, wir haben die Kisten noch nicht komplett dann eingeräumt. Dann baust du dich hier oben. Und hier steht dann gewonnen. Und dann musst du den hier reinsetzen. Und der fängt eben an zu leuchten, hast du gewonnen. Der andere könnte natürlich auch sagen, also ich schwöre, ich mach das nicht. Und dann schießt du dir einfach runter. Und hier ist Erde, weil ich natürlich die Map nicht kopiert habe, so schlau wie ich bin. Ja, das ist, also die Gegner können natürlich jederzeit versuchen, dich aufzuhalten. Also während du den klaust, während du rübergehst, während du angreifst oder während du auf dem Weg nach oben bist. Das heißt, sehr viele, Umwandlungsgegenmöglichkeiten. Ja. Okay, Ami, und theoretisch zeigen, hier, das, hier, gibt's, hier ist der Zaubertisch. Wir werden auch noch einen Spot erstellen, wo dauerhaft Erfahrungsflächen rauskommen. Also hier kann man verzaubern, hier kann man auch noch runtergeschlagen werden. Also ist das Verzaubern auch gefährlich. Nicht so, dass du einfach gehen kannst. Hier sehen wir eine Höllenwelt. Ja, aber ich würde sagen, wir haben so ein paar versteckte Kisten so ein bisschen. Ja, Höllenwelt, ich werde einmal kurz zeigen. Hier in so eine Ruinenwelt, hier so ein kleines Bauernhäuschen, Weltzeug, denn hier so eine kleine Wald, sag ich jetzt einfach mal, düster Wald. Hier so eine Ruine mit Stein, so eine Pyramide, eben so eine Wolkenwelt, eine Endwelt, wo man auch diesen Block umzerstören kann, dann würde es eben explodieren. Und dann, ja, hier bei Rot funktioniert es genauso. Und dann muss man eben gegenseitig versuchen, sich zu kriegen, sich zu töten. Und ich habe es auch eingestellt, dass wenn man runterfällt, behält man nicht die Sachen,
so dass man sozusagen immer wieder neu holen muss. Das heißt, man findet jetzt in geheimen Kisten, die hier überall auf den einzelnen Inseln verteilt sind, findet man zum Beispiel mal Eisenschwerter oder Erfahrungsflaschen oder mehr Pfeile für den Bogen und all sowas. Und ja, das ist voll crank. Ich muss noch zu Ende erklären. Und das ist halt so, man sollte jetzt, wenn man jetzt keine Ahnung, da sind mehrere Schwerter drin. Wenn man jetzt alle nimmt und runterfällt, dann sind natürlich die Schwerter weg. Dann ist natürlich ein... Ist genau das gleiche mit deinen Blöcken. Wenn du alle deine Blöcke gleich da oben rausnimmst und dann eben stirbst, runterfällt, ja, sind die schon mal weg. Darum würde ich auch ein bisschen sparsam damit umgehen. Aber wir, naja... Ja, es kann immer noch sein, dass irgendwas verändert wird. Es kann auch sein, dass Plugins draufkommen, nur ich bekomme das gerade noch nicht im Bucket-Server. Ich einfach hinkomme mit Tenor 2, wenn du, weil mein Computer immer sagt. Computer sagt nein. Sagt, ja genau, ja, sagt er. Oder falls diese Map dann irgendwann ausgelutscht sein sollte, dann können wir ja vielleicht nochmal versuchen, nochmal ein paar oder mehr. Vielleicht ist es denn so, dass vielleicht auch irgendjemand von euch Lust hat, mit uns eine zu bauen. Das wäre natürlich auch episch. Naja, auf jeden Fall. Wir wissen jetzt zwar, wo die versteckten Kisten sind und so, aber wer trotzdem Bock hat, mit uns jetzt theoretisch die Beta zu spielen, kann uns gerne anschreiben. Ja, hier unter dem Video ein Kommentar. Ihr könnt auch gerne, es können auch gerne andere YouTuber sein, ne? Ja, genau. So, sub for sub und so, ne? Egal wie viele Abonnenten, ob ihr jetzt 3 Abonnenten habt. Oder Gronkh. Gronkh, ne? Kommst du mal vorbei? Weißt du Bescheid, ne? Was? Naja, das ist jetzt auf jeden Fall das, was draus geworden ist. Ja, hat sich ein bisschen verändert, ne? Ja, ganz leicht. Ich werde jetzt hier kurz ein Bild einblenden vom anderen. Ich werde sowieso vergessen. Egal. Naja. Wir sehen uns dann für nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Ich fahre jetzt gerade hier runter. Tschüss.